Seid gegrüßt, meine Lieben, ein herzliches Willkommen zu Skyrim, einer neuen kleinen Runde, einer neuen kleinen Reihe, in der wir uns um seltene Items, Gegenstände, Waffen und so weiter kümmern werden. Und heute besuchen wir Angie. Ja, eine gute Freundin von mir, die hat einen kleinen Bogen und wir dürfen da noch was machen. Und was wir da machen dürfen, das zeige ich euch jetzt. Und zwar bin ich gestartet, damit ihr genau wisst, wo ihr da lang gehen müsst, weil das ziemlich schwierig ist, Anki zu finden, denn die lebt etwas weiter oben in den Bergen, etwas versteckt. Ich bin hier in Falkenring und zwar bin ich am östlichen Ausgang. Wie ihr vielleicht schon sehen könnt, hier ist, nein, Haus Seeblick, unsere Hütte. Werdet ihr wahrscheinlich dann vielleicht daran erkennen. Wir könnten noch dahin reisen, aber ich glaube, von Falkenring ist es am einfachsten. Denn wir kommen an dieser Brücke vorbei, wo Banditen sind. Wir kommen an einem Banditenlager vorbei. Joa. Und eigentlich ist der Weg ziemlich einfach. Man muss nur ein bisschen aufpassen, weil der Weg so ein bisschen verschwimmt, sage ich jetzt mal. Man kann sich schnell verlaufen. Das heißt, wir gehen also los. Hoppala. Wieso, wenn ich aus dem Menü rausgehe, geht er erstmal hier lang. Ja, ich habe Schattenmähne jetzt dabei. Einfach, weil ich einfach nochmal den Weg abgelaufen bin. Wenn ihr hier an dieser Kreuzung kommt, geht ihr hier links lang. Dann seht ihr da oben schon diese Brücke, wo die beiden Banditen hängen. Moment, ich erledige den mal eben, damit die weg sind. So, war was? Der Fall? Wo der herkommt? Keine Ahnung. Habe ich gefunden. So, je nachdem, was für ein Schwierigkeitsgrad ihr habt und Level, kommt hier in der Regel ein Bär, eine Spinne, ein Säbelzahntiger. Je nachdem, wie gesagt, je nach Level und Schwierigkeitsgrad. Ihr seht hier diesen Wegweiser. Den geht ihr hier hoch. Also direkt hinter der Brücke. Würde ich euch gerne zeigen, wenn der Baum nicht im Weg wäre. Hier ist die Brücke. Da geht ihr durch. Und dann kommt rechts der Wegweiser. Kurz bevor die Gabelung kommt und ihr zu eurer Hütte. Da geht ihr gemütlich hoch. Da oben ist ein Banditenlager. Da sind, ich glaube, 3 oder 4 Banditen. Aufpassen, einer davon ist ein Magier. Wir gehen ganz normal hier den Weg Lassen über Sie die diesen kleinen Spielchen. Bach hier. Hau mein Pferd nicht, verdammt. Ist irgendwas gewesen? Nö. Schattenmähne, komm, wir wollen noch weiter. So. Wenn wir diese Störung hier erledigt haben, könnt natürlich auch dran vorbeilaufen, könnt ihr auch machen. Dann gehen wir hier hoch. Und einfach dem Weg folgen und den Weg weisern. Ihr seht hier zum Beispiel, man sieht den Weg nicht mal ganz so gut, aber hier kommt er wieder. Man kann von hier glaube ich, oder von da oben, Angis Hütte sehen. Moment. Entschuldigung, meine Stimme. Einfach diesen schwarzen Weg entlang laufen. Könnt ihr nicht verfehlen. Nee, von hier aus kann man sie noch nicht sehen. Dann kommt hier links wieder ein Wegweiser. Den wieder hier weiter hoch. Lasst euch nicht beirren durch diesen komischen Weg hier. Ich wüsste nicht, wie man sonst anders da hochkommt. So. Dann kann man das hier schnell verpassen. Ihr müsst euch rechts halten. Geht nicht nach links, da kommt ihr zu irgendeiner Festung. Ich glaube, Blutwacht oder irgendwie sowas. Und ihr geht rechts rum. Einfach weiter den Weg folgen. Es lohnt sich, zu Angie zu gehen, wenn man vom Level etwas höher ist. Weil, ja, das seht ihr gleich. Jetzt wird es noch dunkel. Hoffentlich verlaufe ich mich jetzt nicht. Jetzt, doch, ich verlaufe mich. Hier kommen wir nämlich zu dieser Festung.
Ich muss mal gerade mal gucken. Jetzt habe ich mich verlaufen. Oh nein. Ach so, ich habe hier den Abzweig verpasst. Seht ihr mal. Moment, ich mache mal eben wieder Tag, ja? So. Ich habe nämlich hier das verpasst. Das kann man leicht übersehen, gerade jetzt, wo es dann halt ein bisschen stürmt. Gerade hier oben ist es ja, ne, ein bisschen schneebedeckter. Hier liegen überall Bärenfallen, also aufpassen. Ich glaube, die Angie ist ein bisschen paranoid. Ja, genau. Und entweder ist ein Pferd reingelaufen oder die gute Lydia. Da muss ich auch noch ein Pferd besorgen. Ja, und das geht deshalb, weil ich eine Mod dafür habe. Die stelle ich euch mal separat mal vor. So, und hier oben ist Angies Hütte. Da unten ist sie. Da unten läuft sie. Hey du. Ich heiße Angie. Und wenn ihr irgendwelche Dummheiten macht, werde ich nicht zögern, euch einen Pfeil in den Kopf zu schießen. Beruhigt euch, ich werde euch nichts tun. Entschuldigt, aber ein Mädchen kann hier draußen nicht vorsichtig genug sein. Warum bist du überhaupt hier Wie draußen? schon gesagt, ich heiße Angie und ich lebe schon seit ein paar Jahren hier draußen. Oh, das sagst du bestimmt deshalb, weil ich immer Angie sage. Angie. Ja. Warum lebt ihr hier ganz alleine? Ich bin aus Helgen hergezogen, nachdem meine Familie getötet worden war. Ich konnte damals die Gesellschaft anderer einfach nicht ertragen. Jeder hatte Mitleid mit mir und das wollte ich nicht. Es war nicht ihr Problem, sondern meins. Sollen wir? Wir fragen mal. Zwei kaiserliche Säufer, die dachten, sie stünden über dem Gesetz. Was? Soll ich mich um sie kümmern? Habe ich bereits. Das ist einer der Gründe, weshalb ich hier draußen lebe. Aber danke für das Angebot. Best Friends. So, wir. Weil wir ja nett sind, es tut mir um eure Familie leid. Ihr solltet es ihnen nicht nachmachen. Bemitleidet mich nicht. Gut. Das hätten wir vielleicht lassen sollen. Wozu sind diese Ziele gut? Ihr habt sie wahrscheinlich noch nicht gesehen. Da vorne irgendwo waren sie gerade. Da sind wir vorhin vorbeigelaufen. Ich habe diese Zielscheiben schon vor langer Zeit aufgestellt. Ich schieße ab und zu auf sie. Will ja nicht, dass meine Bogenkünste einrosten. Kennt ihr euch mit eurem Bogen aus? Das ist eine blöde Frage, oder? Und deswegen gehen wir auch zu Angie, weil sie uns im Bogenschießen ein paar Level verschaffen kann. Und ob? Wisst ihr, wie man so ein Ding benutzt? Boah. Wir sagen mal nein, nicht wirklich. Nun, sagt Bescheid, wenn ihr üben wollt. Wenn ihr einen Bogen braucht, auf dem Ständer links neben der Tür befindet sich einer. Wir wollen ja nicht überheblich sein. Ich bin bereit für die Übungen. Ausgezeichnet. Folgt mir zu den Zielen, dann können wir beginnen. Alles klar. Habe ich einen Bogen? Ich habe, glaube ich, selber einen Bogen. Da. Mein Vater war fast nie zu Hause. Also hat mir meine Mutter beigebracht, wie man einen Bogen benutzt. Beeindruckend. Sie sagte immer, dass Gelassenheit der Schlüssel zum Erfolg eines Bogenschützen sei. Wenn es euch gelingt, die Ruhe zu bewahren, selbst inmitten des Chaos, dann wird euer Pfeil vermutlich sein Ziel finden. Gut, dann wollen wir mal sehen, wozu ihr fähig seid. Nicht vergessen, ihr müsst innerhalb des markierten Bereichs bleiben und dürft nur Übungspfeile verwenden. Ich habe welche, falls ihr keine dabei habt. Visiert das mittlere Ziel an. Übungspfeile habe ich jetzt. Moment. Versucht, das mittlere Ziel zu treffen. Ich brauche Übungspfeile. Hier, bitte. Übungspfeil 10. Immer noch nicht. Okay, müssen wir selber ausrüsten anscheinend. So.
Erster Schuss genau ins Schwarze. Echt? Trefft nun das Ziel zu eurer Linken. Das sah für mich so aus, wenn er da drüber gegangen wäre. So, jetzt müsst ihr mal darauf achten. Ja, der ist auf jeden Fall drüber gegangen. Toller Schuss. Trefft jetzt das Ziel zu eurer Rechten. Schießkunst wird ständig erhöht. Ja. Schöner Schuss, genau ins Schwarze. Dreimal. Sagt Bescheid, wenn ihr noch einmal üben wollt. Nächstes Mal werden wir den Schwierigkeitsgrad ein bisschen steigern. Wir fragen sie direkt. Sprecht elf. Wie redest du denn jetzt plötzlich? Ich bin bereit für weitere Übungen. Ausgezeichnet. Entschuldigung. Zu den Zielen, dann können wir beginnen. Alles klar. Mein älterer Bruder hat mich oft auf die Jagd mitgenommen, als ich noch klein war. Damals war es nicht einfach, Essen auf den Tisch zu bekommen. Geschweige denn, genug davon übrig zu haben, um es auf dem Markt zu verkaufen. Und immer, wenn wir irgendwo auf mehr als ein Tier stießen, galt es unbedingt, so viele zu töten wie nur möglich. Wenn ihr lernt, die Fassung zu bewahren und darauf zu vertrauen, dass jeder Schuss ein Treffer ist, dann solltet ihr bald in der Lage sein, mehrere Ziele zu bewältigen. Sobald ich das Kommando gebe, versucht ihr, innerhalb von 8 Sekunden jedes der 3 nächstliegenden Ziele zu treffen. Ich werde bis 3 zählen und dann lossagen. Ihr habt 8 Sekunden, um jedes der 3 Ziele zu treffen. Spannt den Bogen und macht euch bereit. Alles klar. 1, 2, 3. Los! Habe ich getroffen? Ich glaube nicht. Keine Die Zeit Ahnung. Ist um. Keine Ahnung, ja, ob ich getroffen habe oder nicht. Ja. Ich möchte es noch einmal versuchen. Klar. Hier, greift zu. Anscheinend geht euer Vorrat zur Neige. Danke. Ups. Ich werde bis 3 zählen und dann lossagen. Ihr habt 8 Sekunden, um jedes der 3 Ziele zu treffen. Spannt den Bogen und macht euch bereit. 1, 2, 3. Los! Hey, aufpassen! Ihr habt es geschafft. Alle 3 Ziele in 8 Sekunden. Gut gemacht. Vielen herzlichen Sag Dank. Sag Bescheid, wenn ihr noch einmal üben wollt. Nächstes Mal werden wir den Schwierigkeitsgrad ein bisschen steigern. Großartig, wie ihr diese Ziele getroffen habt. Eure Geschwindigkeit und Gelassenheit hat mich sehr überrascht. Echt? Ich bin ein Elf. Ich muss das können. Ich bin bereit für weitere Übungen. Ausgezeichnet. Folgt mir zu den Zielen, dann können wir beginnen. Da. Wir haben uns über Geschwindigkeit und Gelassenheit unterhalten. Nun kommen wir zur Präzision. Oft wird es euch nicht gelingen, eurem Opfer so nahe zu kommen, wie ihr es gerne hättet. Dann müsst ihr es notgedrungen mit einem Fernschuss versuchen. Bei einem Schuss aus einer solchen Entfernung ist es sehr wahrscheinlich, dass euch nur ein Versuch bleibt, ehe das Ziel sich aus dem Staub macht. Wenn ihr euch in einer solchen Lage befindet, dürft ihr keinen Schuss vergeuden. Schießt nicht überhastet. Hockt euch hin, nehmt eine bequeme Position ein und visiert das Ziel an. Gut, jetzt seid ihr an der Reihe. Versucht das Ziel dort in der Ferne zu treffen, weit hinter den anderen 3. Vergesst nicht, euch Zeit zu lassen und den Schuss nicht zu vergeuden. Schöner Schuss, genau ins Schwarze. Sagt Bescheid, wenn ihr noch einmal üben wollt. Nächstes Mal werden wir den Schwierigkeitsgrad ein bisschen steigern. Wir fragen sie direkt noch einmal. 5-mal haben wir jetzt unsere Fähigkeiten erhöht. Ausgezeichnet. Folgt mir zu den Zielen, dann können wir beginnen. Wir haben uns über Gelassenheit, Geschwindigkeit und Präzision unterhalten. Nun ist es an der Zeit, alle 3 zugleich einzusetzen.
Ich muss euch warnen. Diese Herausforderung wird ziemlich schwierig. Ihr müsst euch lediglich all das vergegenwärtigen, was ich euch gelehrt habe. Dann solltet ihr es schaffen. Ihr werdet vielleicht ein paar Versuche benötigen, aber deshalb üben wir ja. Ja. Wenn ich euch das Kommando gebe, dann versucht, alle 4 Ziele innerhalb von 10 Sekunden zu treffen. Habe ich genug Pfeile? Wir gucken gerade mal. Nein! Das war das falsche Menü. Nein. Ich werde bis 3 zählen und dann lossagen. Hm. Ihr habt 10 Sekunden, um jedes der 4 Ziele zu treffen. Spannt den Bogen und macht euch bereit. Ist das egal, welche Reihenfolge? 1, 2, 3. Vorsicht, los! Ups, das war ein bisschen zu früh. Uah. Die Zeit ist um. Vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal. Hm, ich habe auch zu früh angefangen. Klar. Die Zeit ist um. Vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal. Na, komm schon. Die Zeit ist um. Oh, vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal. Ich hab das nicht darüber gekriegt, das kann doch nicht wahr sein. Was wollt ihr? Klar. Die Zeit ist um. Vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal. Die Zeit ist um. Vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal. Die Zeit ist um. Vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal. Los! Hey, aufpassen! Ihr habt es geschafft. Ihr habt es geschafft. Alle 4 Ziele in 10 Sekunden. Gut gemacht. Mein Gott, nee. War das ein Akt? Ihr braucht etwas? Ich bin bereit für weitere Übungen. Ich habe euch alles beigebracht, was ich weiß. Gott ihr sei Dank. Ihr seid jetzt womöglich sogar so gut wie ich. Irgendwie ein beunruhigender Gedanke. Bringst mich jetzt um? Ich könnte euch 1-2 Dinge über das Bogenschießen beibringen. Oh, scheint, als würdet ihr nicht länger... Nein, vielen Dank für eure Hilfe. Es war mir ein Vergnügen. Ich bekomme auch nicht allzu oft Besuch hier draußen. Von freundlichem Besuch ganz zu schweigen. Passt. Danke, dass ihr hier geblieben seid und mir Gesellschaft geleistet habt. Klar doch. Es war schön, endlich jemanden zu begegnen, der nicht darauf aus ist, einen zu berauben oder einem den Kopf abzuhacken. Ich weiß, es ist nicht viel, doch dieser Bogen ist für euch. Ein Geschenk von meiner Familie an mich. Er bedeutet mir viel, doch er weckt zu viele schmerzhafte Erinnerungen. Vielen Dank. Denkt daran, Gelassenheit und Geschwindigkeit. Ihr müsst nicht warten, bis euer Pfeil einschlägt, um zum nächsten Ziel zu wechseln. Vertraut darauf, dass der Schuss sein Ziel findet. Super Tipp. Das war super. Gucken wir uns direkt mal den Bogen an. Angies Bogen. Ein ganz normaler Jagdbogen. Einfach nur mit dem Namen Angie. Wir hätten uns auch selber einen Bogen herstellen können und den Angie nennen können. Aber gut, ne? Wir haben Angies Bogen und wir haben 6 Fähigkeitspunkte bekommen, weil wir diese Aufgaben gelöst haben. Die letzte Aufgabe hat mich wirklich sehr viel Nerven gekostet, muss ich sagen. Ich habe bestimmt 10-mal hier gesessen, also bringt ein bisschen Geduld mit, wenn ihr nicht gerade die Profis im Bogenschießen seid. Oder wie ich an der Konsole mit Controller spielt. Ich denke mal, dass es mit Maus und Tastatur ein bisschen einfacher geht. Hier ist das Ziel nicht ganz so easy going. Aber wir haben einen seltenen Bogen, ein seltenes Item bekommen. Mit nichts dran. Einfach nur, weil der Angie heißt. Gut. Aber wir haben die Möglichkeit gefunden, unsere Bogenschützenfähigkeiten, auszubauen.
Und ja, damit ihr da nochmal seht, wo das dann genau ist. Hier ist Falkenring und hier gucken wir gerade, ob ich das irgendwie besser sehen kann. Hier, genau. Dort ist Angies Lager. Das heißt, ihr müsst hier irgendwo, was ist das denn hier? Schattengipfelturm. Hier irgendwo den Weg hier hoch. Also, wie gesagt, das ist sehr. Man kann sich sehr schwer oder sehr schnell verlaufen. Ich habe hier gesehen, dass er teilweise ja so zugewuchert ist und so weiter. Orientiert euch an diesen Wegweisern, diesen Steinen, die an den Seiten stehen, mit dieser blauen Fahne oder blauen Laken, Tuch oder keine Ahnung. Und der führt euch direkt hier hin. Auf den Weg dorthin findet ihr oder trefft ihr den einen oder anderen Gegner, Banditen und ja, je nachdem, wie gesagt, Level, Schwierigkeitsgrad, Spinne, Bär, Säbelzahntiger oder was weiß ich, Troll kann auch schon mal hier sein. Und dann macht hier die kleinen Übungen hier, macht ihr eine kleine Freude und ja, ihr werdet belohnt mit Fähigkeitspunkten und einem netten Bogen, der nichts kann. Gut, aber wir haben eine super Aussicht, nicht? Wie gesagt, bringt ein bisschen Geduld mit und es lohnt sich, das zu machen, wenn ihr ein bisschen vom Level her höher seid, damit sich das Leveln so ein bisschen lohnt, nicht? Okay, wir sehen uns dann im nächsten Video. Gucken, wahrscheinlich auch wieder einen Bogen. Und ja, bis dahin. Ciao.